Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Videokanal. Ich heiße Katharin, ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Heute zeige ich euch eine endlose Karte. Das ist meine Musterkarte. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Also, wir fangen mit der ersten Seite an. Dann öffnen wir die Karte. Wieder und wieder und wieder, bis wir wieder beim Anfang sind. Das nennt sich endlose Karte. Das Mechanismus ist eigentlich ganz simpel und ich zeige euch heute, wie man das basteln kann. Zum Projekt brauchen wir ein Stück Designerpapier. Ich arbeite heute mit den neuen InColors. Es sind 5 verschiedene Farben wieder im Sortiment. Sommersorbet. Hier sind die Designerpapiere auch mit, die sehen wie kleine Punkte aus, aber die sind eigentlich Hexagons. Das ist so gestreift, kariert und mit kleinen Blümchen. Also das wäre dann Sommersorbet, Papageiengrün, Karibikblau, ich liebe diese Farbe. Dann haben wir hier noch Nachtblau, etwas dunkler, und die lila Farbe ist die Orchideenlila. Ich liebe die Farbe eigentlich sehr gut, mir gefallen die. Und mit den aus den 5 werde ich mit den 4 Sommersorbet, Papageiengrün, Karibikblau und Orchideenlila heute arbeiten. Also zum Grundkarte brauchen wir Farbkarton. Ich habe jetzt hier Papageiengrün genommen. Also 4 Stück. 14 mal 7 cm breite Stücke. Gefalzt bei 3,5 und bei 10,5 cm bei jedem. Und diese werden wir hier einmal länglich und einmal quer so aufstellen. Hier bei der Zusammensetzung müssen wir ganz, ganz präzise arbeiten. Wir dürfen vielleicht die obere abnehmen und bei der Falzlinie das untere Papier einfach so markieren, so hier bei 3,5 cm und hier ergibt es ein Viereck und dieses Viereck versehen wir jetzt mit Flüssigkleber. Beiden Seiten. Dann versuche ich das noch einmal richtig zu platzieren. Also ganz bündig nebeneinander und dann kommt das obere Papier. So, hier mit der Kamera ist es nicht so einfach zu machen, aber ich denke, ich habe das geschafft. Ja, also hier oben habe ich das richtig. Und jetzt kommt hier unten, ich lege wieder hier für die Markierung und die 2 Vierecken kleben wir dann wieder auf. Also ganz bündig. Und das soll jetzt hier gut funktionieren. Ja, also das ist unsere Grundkarte. Wir können dann so länglich auch starten, aber ich habe das so quer gemacht. Also wir machen das erstmal auf und ziehen die Falzlinien nach.
Und dann machen wir das wieder auf. Und hier haben wir eine ganz feine Spalte. Macht nichts, das können wir noch mit einem Trick überlappen. Hier muss ich ein bisschen Radier benutzen. Super. Und dann geht es hier so weiter. Und dann sind wir am Ende der Karte. Beziehungsweise am Anfang. Okay, wie sollen wir das verzieren? Ich habe euch bei der Grundkarte schon gezeigt. Hier habe ich durchgehend ein grundweißes Papier aufgeklebt und dann habe ich das erst mittig geschnitten und dann aufgeklebt. Und so fortlaufend habe ich den dementsprechenden Designerpapier auch aufgeklebt. Fangen wir an. Das Designerpapier hat ein Maß 3x, also hier 3 cm mal insgesamt 13,5 cm mittig geschnitten bei 6,75 cm. Ich nehme jetzt hier die fast punktete Seite. Und macht das so fortlaufend. Aber ihr könnt auch um einen halben Zentimeter kleiner schneiden und dann hier wird diese Seite und diese Seite dann separat verziert. So was machen wir dann später hier auch. Übrigens, die komplette Karte hat einen Maß von 14 x 14 cm. Ihr könnt dann die Größe je nach Geschmack variieren. Die Grundkarte, also die Größe der Grundkarte, wird immer halbiert und viermal diesen Maßwert dann genommen. Also zum Beispiel bei einer 15x15er Karte brauchen wir 4 Stück Farbkarton mit dem Maß 15 x 7,5 cm und dann so zusammenkleben. Dann brauchen wir noch ein Stück grundweißes Papier und das werde ich jetzt verzieren. Dazu benutze ich einmal das Fotopolymer-Stempelset Peekaboo Farm. Hier sind die süßen Tiere, die werde ich dann hier verwenden. Und von den großen Wünschen, Klassik-Stempelset, werde ich dann Geburtstag, schönen Hallo verwenden. Also, dann nehme ich erstmal Hallo. Papageiengrün. Granit. Die Tiere farbe ich jetzt heute nicht, sonst wird unser Video ganz lang. Und ihr braucht eher das Mechanismus, wie das funktioniert. Und jetzt kommt noch ein Himmelstück in Karibikblau. Süß. Das schneide ich mit Hilfe vom Schneidebrett.
mittig bei 6,75 cm durch und klebe ich das hier drauf. Somit ist die erste Seite fertig. Dann kommt die zweite Seite. Das mache ich so länglich. Hier brauche ich wieder ein Stück grundweißes Papier mit dem Maß 6,5 x 13,5 cm. Und dann brauche ich hier Designerpapier. Ihr könnt hier verschiedene Farben nehmen oder wie jetzt ich. Mal andere Struktur. Und kleben ein. So, die Maßen habe ich eben gerade ein Video aufgeschrieben. Also, was kommt hier aus dem Peekaboo-Set? Nehme ich ein Acrylblock erstmal, dann nehme ich die Mauer. Mit Granit stempel ich das ab. So, dass hier die zwei Löcher nach oben schauen. Die sind die Plätze für die Tierpfoten. Und jetzt habe ich das Schäfchen mir ausgesucht. Als ob sie nach oben geklettert hätte. Und das ist farblich auch damit harmoniert, nehme ich Sommersorbet und stemple den Spruch in Sommersorbet. Den Spruch Glückwunsch habe ich aus dem Set handgemalt, handgemalte Blüten ausgewählt. Das ist diese ganz kleine, das stempel ich hier oben. Sieht wunderbar aus. Ich denke, wir brauchen hier auch nichts mehr. Nur einzukleben. Wie machen wir das? Das wird hier bei der Hälfte getrennt, bei 6,75 cm wieder und wird bündig hier an der Kante aufgeklebt. Das auch. Dann kommt die nächste Seite. Hier haben wir bereits zwei Stück Designerpapier. Also wir brauchen hier oben und unten vier kleine Stücke mit dem Maß 3 x 3 cm. Und noch zwei. Das habe ich vergessen zu schneiden, aber das macht jetzt nichts. Hier kleine Stücke noch. Und das kleben wir jetzt auch auf. Und solange es trocknet, haben wir hier noch ein paar Sachen zum Stempeln. Welche Farben können wir hier nehmen? Orchideen, Lila, Sommersorbet oder Papayengrün? Ich nehme jetzt Sommersorbet für den schönen, für den Spruch schönen.
bisschen nach oben platziert, weil unten kommt noch so quer der Spruch Geburtstag mit Orchideen, die man aufgestempelt. Ich mache mit Absicht so einen Verlauf, dass die zwei Sprüche miteinander Kontakt haben. Ich finde bei diesem Stempel das eine schöne. Ja, und das sieht dann mega aus. Super. Ihr könnt noch aus dem Stempelset vielleicht diese kleine Plusmarken benutzen. Aber ich denke, das wäre jetzt zu viel. 6,6 x 6,6 ist hier die Größe. Bei den Designerpapier 3 x 6,5 cm, 2 mal und dann 4 mal die 3 x 3 cm. Also wenn wir das trennen möchten bei der Hälfte, dann bei 3,25 cm können wir das machen. Jetzt wird der Spruch hier aufgeklebt. Und hier haben wir einen Spalt zwischen den zwei Papieren, aber wir können ein bisschen tricksen, so dass wir einen halben Millimeter das Papierrand nach innen schieben. Und bei den anderen auch. Und dann fällt es überhaupt nicht mehr auf. Das ist so. Aufgeklebt ist. Ich liebe Tombow und Tombow Radier. Eine sehr gute Erfindung. Sieht traumhaft aus. Und dann kommt die letzte Seite. Hier ist der Spalt etwas größer. Also das verziehen wir dann getrennt. Das heißt 2 x 6,5 x 6,5 rundweißes Papier. Und 3 x 6,5 und noch einmal 3 x 6,5 cm Designerpapier. Das obere verziehe ich noch. Wünsche dir einen schönen Tag, wird unser Spruch. Und das stempel ich mit Sommersurvey. Wünsche dir einen schönen Tag. Und es gibt noch ein singender Vogel aus dem Peekaboo-Set. Das stempel ich hier noch in der Ecke ab. Und hier wird noch alles eingeklebt. Ja, das untere habe ich jetzt für die persönlichen Glückwünsche für Handschrift vorbereitet. Und dann gucken wir noch einmal die Karte an. Also das fängt hier an. Ich finde das super niedlich. Hier, wie gesagt, fortlaufend. Wir haben hier insgesamt 4 Karten mit Glückwunsch,
so länglich. Wir können hier abgetrennt auch die Designerpapierstücke aufnehmen. Hier wieder in der Mitte, so klein. Und der vierte ist dann hier wieder zweimal getrennte Papiere und die Designerpapiere. Bei dieser Karte, also wie gesagt, haben wir eigentlich schon vier getrennte Karten. Und ich vermeide bei dieser Karte immer die 3D-Effekte zu benutzen, weil die Karte sich selbst sowieso dick ist. Das zeige ich euch von hier. Also das ist schon dick. Und wenn ihr noch 3D-Effekte oder Schleifchen oder was weiß ich als Verziehungsmaterial nimmt, dann wird das noch dicker und man kann das nicht so schön dann blättern. Also ich hoffe, euch gefällt meine Idee und meine Verzierung. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!